Zählen Sie auch Ihre Erfolge? Ich mache das. Jeden Tag zähle ich meine Erfolge. Und Sie wissen, erfolgreich sein ist etwas Wunderbares. Aber es muss natürlich zuerst etwas erfolgen. Also wenn bei Ihnen nichts erfolgt, kriegen Sie immer die gleichen Ergebnisse, nämlich schlechte. Wir wollen gute Ergebnisse, denn Erfolg ist unwahrscheinlich weit. Und wie Sie sehen, er kann unwahrscheinlich hoch sein, Erfolg. Und genau das wünsche ich Ihnen, dass Sie mal richtig hohen Erfolg haben und weiten Erfolg haben. Wissen Sie, dass in Ihrem Land, in meinem Land Deutschland, jeder Vierte zum Beispiel beim Arzt sitzt wegen Angst? Sie gehören nicht dazu. Angst zu haben ist immer schlecht. Angst ist der größte Energieräuber, den wir Menschen haben. Drum, bekämpfen Sie Ihre Ängste und nehmen Sie sie ernst, die Angst. Denn wo Angst ist, ist auch Ihre starke Seite des Mutes. Wenn Sie Mut haben, dann bekämpfen Sie die Angst. Und wenn die Angst weg ist, dann kommt Begeisterung. Dann haben Sie ein wunderschönes Leben und Sie sind so begeistert. Das wünscht Ihnen Erich Löschan. Wissen Sie, dass erfolgreiche Menschen eine ganz andere Energie haben? Dass sie ganz anders ausstrahlen? Und wissen Sie, die nicht erfolgreichen, dass die sehr oft in der Kuschelecke liegen? Dass die sich immer gerne warm duschen? Dass die nicht mehr unter die kalte Dusche gehen? Und vor allen Dingen die Erfolgreichen haben ein echtes Ziel. Sie wollen ihr Leben wunderbar in einem erfolgreichen Umfeld leben. Und ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie wirklich mal auch Ihr Umfeld anschauen. Denn wenn das Umfeld gut ist, dann ist man gut. Und wenn das Umfeld schlecht ist, das heißt ja schon, schlechtes Umfeld, irgendwann fällt man um. Und das darf man nicht tun. Man muss einfach erfolgreich sein. Und Erfolg ist etwas Wunderschönes. Also checken Sie Ihren Erfolg. Werden Sie erfolgreicher. Das wünscht Ihnen Erich Löschan. Kennen Sie die Kraft der Begeisterung? Begeisterung ist ansteckend. Begeisterung weckt neue Begeisterung. Wer begeistert ist, hat mehr Spannung. Begeisterung ist Lebensfreude. Und Begeisterung führt immer zum Erfolg. Denn Erfolg ist etwas, was man von innen raus spürt. Drum ist die Begeisterung die Zwillingstochter oder Zwillingsschwester von der Motivation. Wer begeistert ist, der kommt in die Motivation. Und wenn die Motivation da ist, dann passiert was in Ihnen. Dann haben Sie einfach Freude. Dann werden Sie einfach bessere Argumente haben. Und Sie arbeiten auf drei Ebenen. Mit dem Kopf, mit dem Bauch und mit dem Herzen. Also, ich wünsche Ihnen einen begeisternden Tag. Stecken Sie andere Menschen mit Begeisterung an. Sie werden es spüren. Wer begeistert, der führt. Prozent von uns Menschen haben leider kein Ziel, kein echtes Lebensziel. Was heißt es, ein echtes Lebensziel zu haben? Es heißt, ich mache was aus meinem Leben. Und darum rufe ich Ihnen zu, wenn Sie auch zu den 95% Menschen gehören, die kein echtes Lebensziel haben, das geht nicht mehr ab heute, sondern suchen Sie sich Ihr Lebensziel. Denn ein Ziel im Leben ist die Basis, um in die Motivation hineinzukommen, um etwas zu haben, was ich erreichen möchte. Denn wer Ziele erreicht, Schritt für Schritt, erreicht ein wunderbares Leben. Und das wünscht Ihnen Erich Löschan. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Heute habe ich für Sie einen ganz wichtigen Motivationstipp. Und zwar in erster Linie, glauben Sie an sich. Glauben Sie an Ihre Werte, arbeiten Sie an Ihrem Selbstbewusstsein und natürlich auch arbeiten Sie daran, dass Sie Ihrem Ziel näher kommen. Und vor allen Dingen nehmen Sie sich mal selbst in den Arm und freuen Sie sich an Ihrem wunderbaren Leben, denn jeder Tag ist ein wunderschöner Tag für ein neues Leben. Und eines möchte ich noch sagen, solange Sie an sich fest glauben, haben Sie alle Chancen im Leben. Sie kennen die vier Stationen des Erfolges. Als erstes brauchen Sie Aufmerksamkeit. Also der sogenannte Smalltalk im Leben ist ganz wichtig. Er muss ehrlich sein. Zum Zweiten müssen Sie immer gut informiert sein. Also lesen Sie. Suchen Sie wirklich die interessanten Artikel. Oder hören Sie Bücher, Hörbücher. Oder lesen Sie gute Bücher. Also Information ist alles, wer nicht informiert ist. Wer also im Grunde nichts in sich trägt, neue Information. Der kommt nicht an das Ziel.
Das nächste im Leben ist wichtig, durchsetzen. Also Beharrlichkeit, bleiben Sie drauf. Auch wenn jemand Nein sagt, was heißt ein Nein? Was heißt ein Nein? Motivier mich. Das Gegenüber sagt, bitte motivier mich. Wenn er sagt, ich kann nicht, es geht nicht. Er sagt ja nur, bitte motivier mich. Und das Wichtigste dann ist im Grunde, dass Sie Ziele abhaken, dass Sie sagen, ich habe das Ziel erreicht. Und viele Menschen hören auf, wenn sie ein Ziel erreicht haben. Es gibt so eine große Vielfalt im Leben, wo man wirklich sich neue Ziele setzt. Ziele, dass man fitter wird. Ziele, dass man im Grunde mehr Erfolg erreicht, dass man noch erfolgreicher wird. Ziele, dass man eben einfach etwas zurückgibt. Ziele, dass man sich weiterbildet. Ziele, dass man wirklich ein fröhlicher Mensch wird. Ziele, dass man ein großes Herz zeigen kann. Also ich wünsche Ihnen einfach wirklich diese vier Stationen, Aufmerksamkeit, Information, Durchsetzen und Abhaken, dass Sie sagen, jawohl, ich habe das Ziel erreicht. Und Sie schaffen das. Kennen Sie den erfolgreichsten Satz des Lebens? Er heißt, du schaffst, was du willst. Wer sich diesen Satz auferlegt, wer diesen Satz in sich verinnerlicht, ist erfolgreicher. Denn es ist ein innerlicher Befehl. Man schafft, was man will. Und denken Sie darüber nach. Geben Sie sich diesen Satz. Man muss mutig sein. Wenn man sagt, ich schaffe, was ich will, dann hat man natürlich immer ein Ziel, das man dann auch erreichen muss. Denn wenn man es nicht erreicht, dann ist dieser Satz quasi umsonst gewesen. Und bei Ihnen ist er nicht umsonst. Also, du schaffst, was du willst. Das wünscht Ihnen Erich Lejeune. Nehmen Sie sich wichtig oder sagen Sie eher, so wichtig bin ich gar nicht. Deshalb sage ich Ihnen, nehmen Sie sich wichtig und vor allen Dingen begeistern Sie sich für Erfolg. Begeistern Sie sich für gute Literatur, die Sie weiterbringt. Begeistern Sie sich für erfolgreiche Menschen. Gehen Sie in Top-Hotels mal, setzen Sie sich in die Lobby, schauen Sie, wie erfolgreiche Menschen arbeiten. Gehen Sie auf Menschen zu, sind Sie Ihr eigener bester Kommunikator, schreiben Sie mehr Briefe. Schreiben Sie Briefe mal mit der Hand. Versuchen Sie einfach, Kontakte zu pflegen. Denn es ist so wichtig, dass man Kommunikation in seinem Leben am Laufen hält. Momentan stehe ich mit ca. 70 Menschen in ständiger Kommunikation. Zum Teil mehrmals am Tag. Wir tauschen uns aus. Wir haben also immer etwas Positives, was wir uns gegenseitig über E-Mail, über Telefon oder auch manchmal über ein kleines Geschenk vermitteln. Also Kommunikation ist das Wichtigste im Leben. Wer gut kommuniziert, der verliert nicht. Wer seine Kommunikation gut pflegt. Kommunikation ist immer ein duales System. Es sind immer zwei Wege. Ich kommuniziere zu Ihnen jetzt und Sie schauen sich die Website an und sagen, ich schicke Ihnen eine Message zurück, Herr Lejeune. Also kommunizieren Sie. Werden Sie jeden Tag ein eigener Moderator Ihrer eigenen Kommunikation. Denn wer kommuniziert, kommt nach vorne. Er gewinnt. Werden Sie durch Kommunikation ein Gewinner. Werden Sie echt? Werden Sie ein Original? Es gibt so viele Menschen, die einen tagsüber, nachts oder wann auch immer, immer wieder versuchen zu beeinflussen. Lassen Sie sich nicht mehr so beeinflussen. Versuchen Sie, Ihre eigene Meinung zu finden. Versuchen Sie, ein Original zu werden. Und versuchen Sie auch, mal in sich reinzuhören. Hören Sie rein, wo sind meine Werte? Und Sie werden sie finden. Denn die Werte von innen, wenn man die rausholt, man wird also wirklich zu einem echten Original. Und das wünscht Ihnen Erich Lejeune. Werden Sie Ihr echtes Original. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf der Website Erich Lejeune. Ich bin motiviert, seid ihr es auch? Natürlich seid ihr motiviert, denn Motivation ist die größte Kraft, die wir haben können. Begeistert zu sein, etwas zu erreichen, offen zu sein, ehrlich zu sein, Wahrheitsliebe zu zeigen, kommunikationsstark zu sein, alles das ist wichtig. Drum schauen Sie in die Bücher rein, schauen Sie die Website an. Sie werden auch von der Kraft der Motivation angesteckt werden, denn Motivation ist so ansteckend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich freue mich, wenn wir uns einfach auf unserer Website immer wieder treffen und wenn wir einfach zu einer großen Motivationsgemeinde zusammenwachsen.
Mein Name ist Erich Lejeune. Ab sofort ist mein Motivations-Power-Paket am Markt erhältlich.